herzlich willkommen zu Kotka versus Kotka. Oh ja. Also entweder frieren oder schwitzen im Auto. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber mir steht schon richtig Schweiß auf der Stirn. Change your mind, like a girl, change your clothes. Dann geh ich nochmal. Ich wäre gerade beinahe rausgefallen. Hi Leute! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu Kotka versus Kotka. Oh ja, die Sonne scheint so ein bisschen. Ich, beziehungsweise du, kannst ja mal zeigen, was ist hier Sache? Also wir machen heute wieder eine Auto-Challenge, wer am längsten im Auto bleibt. Aber es gibt einmal ein Kotka mit Erfrischungsspray, mit Capri-Sonne, Kühlelementen, so ein bisschen Sommerflair hier. Und ein Ventilator haben wir auch noch. Ventilator ist da, hier ist eine Kühlbox, da ist Eis drin. Dann haben wir auf der anderen Seite. Es wird kalt im Auto. Da gibt es einen schönen warmen Tee und ein paar schöne kuschelige Decken. Und eine Jacke. Eine warme Jacke, also. Kann man sich jetzt aussuchen, was man lieber an so einem warmen Tag wie heute hätte, ne? Genau, das heißt, hier in diesem Auto ist es cool. Und hier? Hot. Genau, also entweder frieren oder schwitzen im Auto. Und wer was tut, das werden wir jetzt sehen. Aber ich glaube, frieren wird man da heute auch nicht drin. Es ist generell sehr, sehr warm heute. Das stimmt. Aber wir können ja noch die Heizung und die Klimaanlage anmachen. Und Ist es erlaubt, die Klimaanlage anzumachen. Hier ist es nur erlaubt, die Heizung anzumachen. Oh Gott. Okay, da würde ich sagen, wir losen. Wer geht in welches Auto? Das werden wir jetzt auslosen. Genau, hier haben wir. Und dafür hat Annie hier zwei Lose. Oder? Ja, genau, du darfst aussuchen. Ich darf. Ja. Und ich gehe ins Hot Car. Okay. Bedeutet, du kannst dich hier gleich zudecken und es wird warm. Okay, wir haben diesmal die Autos so aneinander gestellt, ja. Damit wir dann auch miteinander ein bisschen quatschen können. Okay, das heißt, du hast jetzt Hot, dann werde ich ja wohl Cold haben. Ja, dann viel bleibt nicht mehr übrig, dann steig mal rein. Schön muckelig. Schön muckelig hier. Wow, das ja, ist auch generell, wie es in so einem Auto ist, was halt schon in der Sonne gestanden hat. Ja, läuft. Hier ist noch eine Decke, man sieht sie, glaube ich, nicht so gut. Decke, sag ich schon, Jacke. Decken hast du und den Tee. Mhm. Dann steige ich jetzt in das andere Auto. Ein warmer Tee, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja, ne? Ellie hat es richtig tropisch da bei sich, mit einer Palme und ich würde mal an deiner Stelle gleich direkt schön Eis essen, wo das geschmolzen ist. Hallöchen. So, ja, kann man, lässt sich aushalten, so eine kleine Zeit, aber den ganzen Tag könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, hier so zu hocken. Allein schon wegen dem Wir wollen aber den ganzen Tag hier bleiben, Eddie, ne? Ja, allein schon wegen dem Komfort. Also es gibt Besseres als sich so. Ich meine, du sitzt da auch. Es ist eine doppelte Challenge. Es ist erstens die Challenge, in einem Auto auszuhalten und zweitens für mich noch in einem warmen Auto auszuhalten. Und bei dir ist es ja auch nicht wirklich. Ja, genau. Oh, kalt, okay. Ich habe einen warmen Tee hier. Frisches Spray. Kann ich auch mal gleich ein bisschen. Cool, Biograph. Spritz mal ein bisschen frisches Spray hier rüber. Ich will auch ein bisschen erfrischt werden. Oh, das ist voll zurückgekommen. Schön ins Gesicht, das riecht aber wirklich richtig erfrischend. Das ist ja Grapefruit Bio Minze, vegan sogar, kann ich auch essen und trinken. Aber man fühlt sich direkt frischer, also das könntest du bestimmt auch gebrauchen, aber das kriegst du nicht. Mir wird ehrlich gesagt gerade schon ein bisschen warm, weil ich sitze ja hier so, ich zeig das mal einmal. Ich bin so sehr eingequetscht, also ich passe hier gerade mal so rein und mit meinen Schultern, es ist ja auch echt eng. Und die Beine sind so angewinkelt, also so ewig werde ich das so nicht aushalten können. Und vor allem ist es mir auch warm, weil unter mir diese warmen Decken sind. Ich kann mich ja ein bisschen einmuckeln. Hm. Ja stimmt, mach das doch mal. Ich entspanne mich mal. Ich fühle mich hier ein bisschen wie am Strand, aber nur so ein bisschen, nur ist es ein bisschen eng. Ja, und ansonsten... Hast du schon den Ventilator ausprobiert? Oh nee, stimmt. Ich habe einen, Leute, ich habe einen Ventilator. Ich gebe dir mal die Kamera rüber, dann kannst du mal zeigen, wie der Ventilator funktioniert. Ja, Leute, ich habe einfach... einen Ventilator. Ich hoffe, man sieht das. Müsste man. Aber der geht nur an, wenn der Motor an ist. Ich glaube, das funktioniert so. Wir haben das doch immer getestet. Stimmt. Moment, ich probiere das. Da hinten ist ein Hebel dran. Ja, ich probiere das mal. Da ist der. Guck mal. Da ist. Hammer. Richtig nice. Also, ich bin sehr begeistert. Ich trinke meinen Tee, aber boah, ich weiß nicht, ob man sieht, aber mir steht schon richtig Schweiß auf der Stirn. Haha, viel Spaß. Ey, das ist echt cool. Also mir pustet da der Wind ja hinterm Rücken. Das ist schon. So kann man es aushalten. Elli, wir haben ja letztens schon mal die Challenge gemacht, ne? Im Auto, 24 Stunden. Ja. Und da waren wir ja, ich glaube auch in diesem Auto hier. Und da war es ja auch warm und. Ja, und du wolltest da, du wolltest da noch mich austricksen. Ja, ich hab gemogelt, ich weiß. Aber wie ist es denn, wo ist es denn angenehmer? Jetzt dort oder damals in diesem Auto?
Definitiv hier, weil offen ist hier, ne? Wir sind ja hier frei und da war es ja schon sehr muckelig im Auto, ne? Mhm. Aber es war bequem, ich habe ja geschlafen. Ja, ich glaube, ich werde hier nicht einschlafen können. Ich überlege gerade, ob ich mal versuche, mich hier so... Oh, ich komme wahrscheinlich nie wieder raus. Ne? Oh, krass, oh, ich werde schon müde. Ich kann mich ein bisschen ausruhen, weil die Decken sind ja unter mir, das ist relativ gemütlich. Ja, dann schlaf doch mal. Ich glaube, ich esse erstmal mein Eis. Ich habe hier ja ein bisschen was dabei. Nee, meine Kühlbox ist hier. Genau, die sehen wir hier. Juhu, wir haben im Angebot ein Cornetto-Eis oder ein Flutschfinger. Darf ich denn eigentlich auch mit dir teilen? Weil ich habe ja zwei Eis. Das wäre super lieb, wenn du mit mir teilen würdest. Aber ich glaube, in diesem Auto darf ich das eigentlich nicht. Ist das erlaubt? Eigentlich nicht, ne? Leute, was meint ihr? Soll ich nett sein und soll ich das mit Kathi teilen? Würdet ihr auch teilen? Weil, also, ich meine, das wäre jetzt ein Katzensprung und ich meine, ich habe ja zwei Eis. Sollen wir die Regeln brechen? Unsere eigenen aufgestellten Regeln? Ich weiß ja nicht. Also, ich würde schon liebend gern mit dir teilen. Kathi? Ich würde auch liebend gern ein Eis nehmen. Ich reiche dir mal einen Flutschfinger rüber. Eine kleine Abkühlung für dich. Guck mal, wie Kathi ist jetzt schon schnell reißt sie das. Ja, reißt sehr schnell das Eis auf. Schnell eine Erfrischung. Boah, mir ist wirklich so warm hier schon so im Nacken und so. Das glaube ich dir. Vielleicht hätte ich mir auch nicht eine lange Hose anziehen sollen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich ins Hot Car gehe. Willst du dich nicht zudecken dabei? Ja, genau, das ist eine Jacke, die kannst du auch gerne anziehen. Die decke ich einfach mal so hier drüber. Ja, warm. Top. Sehr warm. Zudecken und Eis essen. Das sieht man doch jeden Tag, würde ich sagen. So, Ellie hat jetzt auch ein Eis. Ja, ein Cornetto. Ah, Gott. Es ist schon etwas geschmolzen hier. Machst du eigentlich die Klimaanlage noch an? Nein, ist so kalt. Könntest du gut gebrauchen, ne? Hm. Ja. Ich bin ja hier immer noch zugedeckt. Ich habe so ein bisschen Strand, ja, es ist so ein bisschen Beach-Feeling, als würde es auch noch ein bisschen Sand fehlen. Boah, Sand im Auto? Viel Spaß beim Aufräumen. Na? Na, ich habe mich schon mal ein bisschen anders hier hingesetzt. So ist ja erlaubt, ne? Ich berühre nicht den Boden. Ja, gerade so, ne? Wenn meine Beine noch ein bisschen länger wären, dann würde ich den Boden berühren. Sieht aber nicht bequem aus. Ja, aber bequemer, als wenn ich da unten drin stecke. Kann mich ja noch mit einer Decke zudecken dann. Das stimmt. Das ist erlaubt. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch aushalte. Also letztes Mal hatte ich mir auch so viele Sachen mitgenommen noch. Ja, du hast doch das Auto noch geschmückt. Ja, ich habe aber mein Handy ja irgendwie auch mittlerweile verlegt. Ich habe meins gar nicht mitgenommen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich könnte ja mal ein bisschen an meinem Handy was machen, aber... Naja, oder wir unterhalten uns ein bisschen, Ellie. Das ist auch eine Alternative, ne? Oder also wir können uns hier sowas zuwerfen eigentlich, ne? Ja, stimmt. Also ich habe ja auch die Position gewechselt. Und ja, also kann man machen, also ich weiß auch nicht. Ich habe auch, guck mal, mein Tee habe ich hier schon halb geleert. Ja, top, da musst du bestimmt bald auf Klo. Genau, und da habe ich auch mal gehört, dass man, wenn es heiß ist, auch warme Getränke trinken soll. Ja, mit einem weniger, das stimmt. Ne, warm ist, aber kann ich jetzt nicht bestätigen gerade. Nope. Ja. Ja, jetzt kommt die Sonne wieder ein bisschen raus. Dann versuchen wir noch ein bisschen hier zu bleiben, ne? Ja. Ach ja. Ja. Na, was machst du da, Elli? Chill. Was ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sitzen, aber so lange habe ich auch keinen Bock mehr. Also, es geht gleich auf die 2 Stunden zu. Super. Ich bin ja jemand, ich muss ja oft auf Klo, ne? Ich könnte jetzt schon langsam wieder, so meine Blase meldet sich auch wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vor allem nach dem Tee. Es geht noch. Wenn du nicht drüber sprichst, dann geht es. Change your mind, like a girl. Change is close. Ach ja. Cause you're hot and you're cold. Oh ja, das passt, ne? Ja, da gab es mal diesen einen Song. Diesen einen Song über Ellie und Kathi in ihren Autos. Genau, schreibt in die Kommentare, wenn ihr diesen Song auch kennt. Ja, könnte ich hier tanzen. Ich habe Angst, dass das Auto irgendwie gleich losrollt. Dass die Handbremse sich löst und das Auto losrollt. Schau mal. Haben wir gerade schon gedacht und dann muss ich das so mit den Füßen hier aufhalten. Die anderen denken doch jetzt auch wieder, wo sind Kathi und Ellie die ganze Zeit und was machen die? Ja, ist auch irgendwie noch keiner mal vorbeigekommen, um uns zu suchen, ne? Ja, auf der anderen Seite. Oh, war da gerade. Eine Wespe? Ja. Man kann ja wohl annehmen. Oh, ich meine, wo sollen wir sonst sein? Wir sind in unseren Autos, ist doch voll ganz normal, oder? Ja. Das Gute ist, wenn wir jetzt noch länger hier sitzen, ein paar Stunden, können wir dann gleich direkt nach Hause fahren. Mhm. Wenn wir dann Feierabend haben. Und du weißt ja, Klimaanlage? Keine Klimaanlage. You change your mind, like a girl. Ihr merkt schon, hier wird man schon langsam. Boah, und ich merke gerade, ich sitze ja hier so auf der Kante.
und das drückt hier so in meinen Oberschenkel rein und jetzt kriege ich langsam so etwas taube Beine. Oh oh. Ich muss mich, glaube ich, noch mal umsetzen. Bedeutet das aus für Kathi hier? Nee, ich gebe dir noch mal die Kamera rüber. Ja. Dann kann ich noch mal... Ich wäre gerade beinahe rausgefallen, dann hätte ich verloren. Bitte pass ich habe gerade so Übergewicht bekommen und war kurz so... Wah! Okay, ich nehme noch mal eine andere Position ein. Was tut sie dort? Sie ist ins Auto gefahren. Ins Auto rein. Ja, okay. Dann chillen wir hier noch weiter. Ja, Leute, also so langsam muss ich aufs Klo, habe ich ja eben schon gesagt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, und ich meine, es ist hier voll eng. Ja, also bei dir ist noch, ich habe ein bisschen mehr Platz, aber ich muss trotzdem, es ist warm und... Ich mache mal ein bisschen mehr Platz. Ja, Kathi hat sich einfach mehr Platz im Auto gemacht. Also, wenn dir, also mir ist auch schon warm und du hast ja noch die Decken da und irgendwie, ich weiß nicht. Bei mir, ich ist auch nicht so bequem. Ich habe das warme Auto und ich bleibe hier drin. Okay. Ja, also es geht nicht ums, also so, es ist halt ein bisschen warm. Ich kann es noch aushalten, aber ich muss halt aufs Klo. Ich bin auch voll müde. Mann. Ich muss halt aufs Klo und das war jetzt ganz witzig. Ich dachte so, ja okay, komm, lass diese Challenge machen. Wir chillen hier kurz so ein bisschen und nicht jetzt hier so stundenlang. Und ich habe echt gerne, ich würde halt gerne noch was anderes heute machen und schaffen und nicht hier den ganzen Tag rumsitzen. Das ist wohl, ich gebe auf. Ich habe Kathi unterschätzt. Ja, ich weiß auch nicht, Leute. Also ich glaube, ich gehe jetzt raus. Nicht, weil ich jetzt hier sehr loser bin und hier irgendwie aufgebe oder so. Nee, du gibst nicht auf. Was ist das denn dann, Ellie? Ja, aber wir haben halt noch was anderes zu tun und irgendwie nervt mich das gerade. Also ich probiere mal, aua, hier überhaupt rauszukommen. Ah! So, ich quetsche mich jetzt hier raus, Kathi. Du kannst jetzt hier noch weiterhin verweilen. Also mir, aua, ist das echt irgendwie ein bisschen zu blöd. Ich habe gewonnen. Dann ja, du hast gewonnen. Hey, du bleibst noch schnell. Nee, wie wär's denn, wenn ich den Kofferraum zumache, Kathi? Tada. Oh, man sieht hier sogar mein Shadow vor allem, ja. Egal, mein Spiegel. Okay, Leute, ich würde sagen, Challenge vorbei. Kathi hat gewonnen, sie kann da jetzt noch bleiben. Und ich verkrümel mich jetzt. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Hört ihr sie? Ich muss raus. Okay, und ich muss jetzt gehen. Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne Daumen nach oben da und schreibt uns in die Kommentare, ob wir das doch mal machen sollen, vielleicht mit Claudia oder René oder vielleicht mit der ganzen Crew. Alle in ein Auto. Oh mein Gott, alle in ein Auto. Das wäre eigentlich ganz cool. Okay, Leute, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe jetzt und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.